Also, King of Seas. Ein nicht wirklich offizieller Nachfolger von Sid Meier's Pirates, aber ähnlich. Sid Meier's Pirates, wie gesagt, fand ich super. Hab ich damals gezockt und war sehr nice. Wir schauen uns dieses Game hier an. Ich mach's wirklich komplett blind. Ich habe auch die Demo nicht gezockt. Ich schau mal gerade, hier gibt's die drei Schwierigkeitsstufen. Die anderen müssen wir noch freischalten. Ich denke, wir nehmen Kanonier, einfach das Mittelding. Weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht weiß, was hier auf mich zukommt. Würde es jetzt ein Shooter sein, würde ich auf schwer gehen, weil mit Shootern sind wir wirklich ja geübt und gut, aber das ist wieder was anderes. Schiffsjunge. Bonus auf Kanonenschaden und Fähigkeiten. Bonus auf Gesundheitspunkte. Bonus auf Kopfgelder 100%. Wenn ein Schiff sinkt, geht dein Inventar nicht verloren. Hier haben wir Kopfgeldbonus 150. Wenn ein Schiff sinkt, geht dein Inventar nicht verloren. Aber wir kriegen diesen ganzen Bonus auf die Kanonen nicht. Und Kapitän, wenn ein Schiff sinkt, musst du neue Ausrüstung kaufen. Kopfgeldbonus 200%. Also ja, ich würde sagen, wir nehmen Kanonier. Ich habe so einen Xbox-Controller. Also ja, ich nehme Kanonier. Ich nehme nicht das Leichteste, aber... ja. Okay, spielen wir Mary Lou oder spielen wir Luki? Mary Lou ist die Tochter des Königs der Meere. Oh, direkt solche Fußstapfen hier. Sie wuchs in einem Palast, umgeben von Dienern auf, und ihre Lieblingsbeschäftigung war es, aus ihrem Zimmer zu schleichen und in der Kneipe Würfelspiele zu spielen. Natürlich ohne, dass ihr Vater davon wusste. Uiuiuiui. Sie übt lieber Kampfkünste als gehobene Ausdrucksweise, und sie hat immer davon geträumt, einen Papageien zu haben. Lucky ist der Sohn des Königs der Meere. Warte mal, was? Okay. Da ihn das Leben auf dem Hofe langweilte, trainiert er heimlich den Umgang mit einer Pistole. Tapfer und kühn, wie er mit 6 Jahren schon war, hat er königlichen Küchen mit Schießpulver in Brand gesetzt. Doch jeder bei Hofe scheint bei dem Unfug, den er treibt, ein Auge zuzudrücken. Es ist schließlich der Sohn des Königs. Okay, ich weiß nicht. Bedeutet das, die ist mehr Nahkampf mit einem Schwert und er ist mehr eine Knarre? Ich kann mit Controllern auf jeden Fall nicht aimen. Das heißt, ich spiele lieber das Schwert. So. Die sind beide verwöhnt. Ich spiele sie. Sie nimmt das Schwert. Ich kann mit Controllern nicht aimen. Auf geht's. Vielleicht braucht man das auch gar nicht. Wenn ich das nur möchte, dass du ein Mädchen oder ein Jungen spielen und der Rest ist nicht wirklich wichtig, aber nicht wirklich relevant. Aber I don't know. The story began in the middle of the ocean many years ago, within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant navy erected an impenetrable fortress, founding the 800 years old kingdom of the seven seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guard the peace within the fortress. Long live the king! Long live the kingdom of the seven seas! Ey, hallo? Ich will aber ein Pirat sein. Warte mal, ich mach mal einmal... Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch mal Videos kommen, sonst nehme ich mal einmal die Szene hier. Und zwar die ohne Cam. Obwohl, warte mal, das ist aber auch falsch. Ich muss einmal die hier suchen. Die No-Cam-Szene. Dann machen wir das Bild raus.
Ja. Dann ist das besser. Dann kann ich mal, falls ich mal was verdecke oder so. Aber hier lese ich jetzt auch einfach vor. Captain Henry, Großadmiral Byrne, das Schiff ist bereit zum Ablegen. Wir warten auf die Ankunft der Kapitänin. Waren die sogar Frauen auf Schiffen verboten? Anfangs gibt es viele Dialoge. Ja, ich lese einfach. Ja, das Chesspiece-Video war nice, ne? Mary Lou. Tut mir leid, ich bin spät dran. Das kommt nicht wieder vor. Bartholomew Byrne. Mary Lou, du bist wieder um die Häuser gezogen, nicht wahr? Endlich ist der Tag deiner Abreise gekommen. Dein Vater, König Alexander, hat hohe Erwartungen an dich. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Es ist alles bereit für deine Reise, Kapitänin. Die Crew erwartet dich bereits auf dem Schiff. Danke, Bartholomew. Ich hoffe, ich bin der Herausforderung gewachsen. Ja, hoffe ich auch mal. Bei deiner Rückkehr wird es eine Zeremonie geben, um dein Erwachsenwerden zu feiern. Uiuiui. Das klingt wrong. Am Morgen beginnst du damit, meine Lehre in die Praxis umzusetzen und du nimmst an Entscheidungen des Hofes teil. Ein neues Leben erwartet dich. Ich freue mich auf deine Rückkehr, Mary Lou. Life isn't fair, oh Mary Lou. Bon voyage, kleine Schwester. Ich bin bald wieder zurück, Lucky. Der Lucky von Baris für Rares. Kapitänin, ich darf dich an deine Mission erinnern. Du musst eine Schiffsladung Schießpulver an einen Hafen in der Nähe liefern. Die Reise dauert nicht lange und der Kurs ist so sicher, dass wir das Schiff nicht bewachen müssen. Nicht bewaffnen müssen. Damn, Mist. Er gibt mir wenigstens eine Kanone. Du hast auch Robert, den ersten Offizier der königlichen Marine, an deiner Seite. Viel Glück, Mary Lou. Robert, wie er aussieht. Robert, erster Offizier der königlichen Marine. Zu Diensten, Kapitänin. Er sieht weird aus, aber er ist bestimmt nett, ne? Als dein erster Offizier kann ich dir versichern, dass wir unseren Zielort pünktlich zum Tee erreichen. Schlimm genug, dass ich am Steuer bin. Anker los! Auf geht's. So wie steuere ich und alles, das wird mir hoffentlich erklärt. Hoffentlich muss ich... Oh oh, ich und was steuern, ne? Der Robert. Also, Kapitänin, ich möchte dich an ein paar Segeltechniken erinnern. Danke. Danke, danke. L zum Drehen. RB zum Öffnen von 3 Segeln auf einmal. LB zum Einholen von jeweils einem Segel. Zum Reinzoomen, zum Rauszoomen. Okay, also. Segel. Segel. Ah, was ist denn hier auf einmal drin? Nicht, dass ich da rein crash. Passiert da was? So, bringe die Ladung nach Rocket Town. Als Kapitän musst du die Karte öffnen, um die Route zu finden. Ah ja, da wollte ich gerade fragen, wo es hingeht. Ey, der Badel sieht gut aus. Oder heißt der Badel? Ich sage einfach jetzt Badel. Ahoi, ich bin der Kartograf dieser wunderschönen Karte. Lass mich erklären, wie das funktioniert. Siehst du das rote Symbol? Das ist die Position deines Ziels. Wenn du ihm folgst, verläufst du dich nie. Wundere dich nicht, wenn die Karte unvollständig ist. Es liegt am Kapitän, sie während der Abenteuer zu vervollständigen. Ah, bester Kartograf. Macht mir einfach einen Punkt auf ein leeres Feld. Und ich muss den Rest machen. Oh, ja. Dieser Kartograf kommt seinen Job auf jeden Fall gut nach, ey. Und Paule. Ja, okay, also machen wir jetzt alles. Gut. Okay, auf geht's. Ich kann übrigens nicht schneller. Ah, so, alle drei. Ich dachte, alle drei gehen auf einmal, wenn ich das drücke. Ah. Der Wind kann dein treuster Verbündeter oder dein schlimmster Feind sein. Okay. So. Also muss ich hier lang? Kann ich da drauf schießen? Das sieht aus wie Kanonentürme. Der Kompass zeigt die Windrichtung an. Au. Bei achterlichem Wind segelt unser Frachtschiff am schnellsten. Unsere Schiffe segeln hingegen bei unterschiedlichen Richtungen besser. Pass auf, wir gehen jetzt einfach dahin, weil da müssen wir hin. Oh, ich dachte, die Kanone, ey. Wir müssen die angreifen, dachte ich, aber müssen wir nicht. Komm, ich drück mal irgendwie so B und A, mal gucken, was passiert. A, B, Y, X. Okay, noch passiert nichts. Guck mal, ob ich was schießen kann. Nein, ich habe ja keine Kanonen. Man kann auch so zoomen. Ja, also so hier mit der Kamera. Rein und raus. Nee, die Kanonen, die da unten standen, die haben mir ja ein bisschen Sorge gemacht. Aber ich meine, das sind halt auch zum Glück unsere Kanonen, ne? Oh, was ist denn da? Ein Fisch? Warte mal. Warte mal kurz. Wir müssen noch einmal... Da leuchtet ein grüner Fisch.
Da muss ich jetzt aber mal gucken einmal. Was der so macht. Okay, ich glaube, ich habe noch keine Angel an Bord. Das ist das Problem. Ich habe noch keine Angel an Bord. Hier ist... Oh! What the fuck ist denn? Warte mal. Wolltet ihr mich ködern oder was hier? Warte, hier vorne ist auch noch eine Kiste. Ey, Graukel, moin. Warte mal, hier vorne ist auch noch eine Kiste. Da gucke ich mir einmal an, was das ist. Vielleicht muss ich da auch noch einmal drüber... Was habe ich gekriegt? 6 Experience. Oh, warte mal hier. Ist denn das Fische oder ist das Geld? Warte, da ist noch mehr. Boah, ich sammle erstmal alles ein hier. Okay, jetzt sind wieder Fischchen. Aber warte mal, hier ist auch noch eine Kiste. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Ich habe Angst, dass ich irgendwo vorcrashe. So, hier, gib mir das hier auch. Und nochmal 6 Experience. Nice. Okay, wie schnell dürfen wir in den Hafen reinbrettern? Das ist jetzt die Frage. Dürfen wir da einfach reincrashen? Jetzt gehen wir erstmal hier nach Rocket Town. Gefährlich. Ey, Schutzschiff. Was ist mit deinem Schutz? Oh, shit. Ah, fuck. Okay, ich bin aber da. Und jetzt? Ich bin da. Hallo? Ich bin da? Ich bin nicht da. Muss ich hier gar nicht hin? Wow. Oh, ich bin noch gar nicht da, glaube ich. Was ist, wenn ich strande? Ich bin noch nicht da. Aber wo sind... Was ist denn mit meinen Schutzschiffen? Die sind ja ganz woanders, ne? So, wir müssen mal direkt drauf zu... fliegen hier. Segeln. Drauf zupimpern, wollte ich erst sagen. Und dann hatte ich Angst. Ne, ich habe alle 3 Segel. Hier diese ganz kleinen sind das, siehste? 1, 2, 3 Segelpaare. So, okay, wir waren gar nicht an dem Ort. Das Verhältnis dieser ausgebuchsten Karte hier. Wusste ich jetzt nicht, weil die Entfernungen sind. Die ist einfach zu detailreich. Yo, hier ist schon der Vulkan hier und unheilvolle Musik. So, jetzt bin ich aber auch gleich langsam da, ne? Warte mal, ich nehme da vorne nochmal die Kiste. Guck mal, ey, wie ich hier durch diese kleine Engstelle durch bin. Ich nehme noch einmal hier das hier mit. Give me the experience. Und 30 Gold. Chat. 30 Gold schon. Come along with us. Ich glaube, ich mache mal meine Kamera auf die andere Seite, oder? Wartet mal einmal. Vielleicht machen wir einmal eine Kamera auf die andere Seite, dann sieht man da die Dinger. Come with us to Awesome Town. So. Aha. Gut. Einfach drauf zupreschen. Governor Wilson, was für eine Überraschung. Ich fühle mich geehrt, dass der König dich geschickt hat, um diese sehr dringliche Lieferung Schießpulver zuzustellen. Geh zum Löschen in den Hafen. Im Namen eines Dorfes danke ich dir herzlich. Löschen? Was ist das? Gut gemacht, Kapitän. Wir können unsere erste Mission als erfüllt betrachten. Das war auch krass. Wir werden morgen mit Tagesanbruch zur King's Fortress aufbrechen. Was ist das? Was ist das für ein Beruf? Ey, morgen ist es auf Dauer langweilig? Ja, sicher. Das ist immer dasselbe. Immer dieselben Sachen, die man sagt und fragt. Ist ja nicht mal so wie in PUBG, dass andere Sachen passieren, sondern immer, man muss immer dieselben Sachen zu fragen. Die Ladung löschen, abladen, nice. Okay, Kapitän Henry, was ist los? Was soll dieser ganze Trubel? Der König, sie haben ihn auf dem Thron gefunden. Tot.
Was? Wer hat ihn ermordet? Der Heiler sagte, er wurde von einem Zauberer umgebracht. Sie fanden einen Voodoo-Kreis im Untergeschoss. What? Das Gericht der Meere wurde für eine Krisensitzung einberufen. Voodoo? Robert, erster Offizier der Königlichen Marine. Es ist an der Zeit, zum Stützpunkt zurückzukehren. Wir werden rechtzeitig für deine Feier dort sein. Feier? Ich dachte, mein Vater ist gerade gestorben. Ich will nicht feiern. So, auf geht's. 80 Experience Points. Ich frag mich, wie ich leveln kann. Komm, wir gehen mal hier durch. Oh nein! Oh nein! Oh, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh. Oh, habt ihr das gesehen, ey? Damn. Richtig gedriftet. Warte, das nehme ich auch nochmal mit. Wir haben keine Kanonen. Wir dürfen, denke ich mal, nicht zu weit raus. Aber wir nehmen auf jeden... Oh, ich habe irgendwas gekriegt. Ein neues Level, ne? Ich habe ein neues Level gekriegt, Chat. Aber wir gucken auf jeden Fall einmal so ein bisschen auch drumherum hier. Was ist denn hier? Ein Floß? Warte mal, lass mich mal dahin. Da spielt einer Raft. Was ist das? Ich habe irgendwas plus 5 gekriegt, rot. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber irgendwas, was gut ist. Meine Crew hat sich gefreut, auf jeden Fall. Da hinten ist... Ich weiß gar nicht, ob wir einfach so jetzt an Land gehen können. Vielleicht später. Machen wir mal erstmal das Tutorial hier. Ah, ein Schiffbrüchiger. Vielleicht sogar 5. Sind die jetzt in meiner Crew? We will see. Oh, ist das herrlich, so ein schönes Rumsegeln. Das war bei Pirates auch schon so nice. Warte mal, hier ist nochmal so eine Kiste. Da muss ich ran. Da muss ich ran. Aber langsam, Chat, langsam. Oh, oh, gut. Oh, schon Angst bekommen. Ey, weh, du klaust mir die Kiste. So. Oh, da ist noch was. Alles mitnehmen. Das wie am Anfang von jedem Rollenspiel. Was man unterwegs sieht, nimmt man mit. 3 Medizin. Auf geht's. Crew erneuern in der Taverne. Ja, so ungefähr war das auch. Okay, hier ist ein rotes Fass. Das, ich würde sagen, ist gefährlich. Ich gehe mal nicht drüber. Sieht gefährlich aus. Habt ihr euch im Discord das neue Live-Video angeguckt, was ich gepostet habe? Oh, das ist so geil. Ey, die denken sich manchmal einfach Wörter aus. Da gab es so zum Beispiel, nennen sie Wörter, die mit über anfangen. Oder war das über? Ich glaube über. Und dann war so ein Wort, Übermüdungsbruch. Übermüdungsbruch. Starkstromhaus. Oder Jürgen hat heute im Supermarkt Schokokuss gekauft. Einer hat Schokoküsse gesagt und das war falsch. Die richtige Antwort ist Schokokuss. Und damit war der Satz dann grammatikalisch falsch. Jürgen hat gestern Schokokuss gekauft. So geil, richtig kacke. Du kannst nicht entkommen, Mary Lou. Die gesamte Hauptstadt weiß von deinen Taten. Ich war gar nicht da. Du wirst für dein Verbrechen büßen. Wovon sprichst du? Ein Zeuge sah dein Schiff vom Seiteneingang zur Festung zurückkehren, als es auf dem Weg zur Mission hätte sein sollen. Du kannst dich nicht rausreden. Das ist unmöglich. Wir sind nach dem Ablegen nie mehr zu King's Fortress zurückgekehrt. Und du streitest es weiterhin ab. Hiermit verkündige ich offiziell, dass das Gericht der Meere eine Strafe gegen dich verhängt. Wegen feigen Mordes an König Alexander. Oh oh, Regicide. Nein, das heißt Ermüdungsbruch. Das heißt nicht Übermüdungsbruch. Übermüdungsbruch gibt es nicht. Was? Meinem Vater? Entdeckung, Crew. Deswegen fand ich das ja so witzig. Oh, damn, Alter. Wir werden hier richtig gegankt.
Der Feind ist am Boden, Kapitän. Von Mary Lewis nichts mehr übrig, auch nicht von ihrem Schiff. Heute ist ein trauriger Tag für das Königreich der Meere. Unsere Pflicht ist getan. Lass uns im Stützpunkt Bericht erstatten. Kurs auf die Hauptstadt. Kurs auf die Hauptstadt. Leroy. Wir haben die Thronerbin gefunden, Kapitän. Ich glaube, der redet so. Lebendig. Keine Ahnung, Leroy redet so, stimmt. Mary Lou ist nur bewusstlos. Kurs auf Eagles, denn dort sind wir sicher. Zu Befehl, ich gehe schnell in mein Labor. Wir brauchen Heilsalben. Ja, so redet er auf jeden Fall. Oh, ich wurde gerade von 20 Kanonen getroffen. Gib mir eine Heilsalbe. Das war's mit dem Heilenschiff. Jetzt geht's los mit dem Ruderboot. Immer A, B, A, B drücken. Ja, so fängt's erstmal an. Ja, wenn wir jetzt erstmal wieder kriegen wir so ein Ding mit einem kleinen Segel. Endlich bist du wach. Hier, nimm diese Salbe gegen deine Verbrennungen. Zur Herstellung musste ich drei Fläschchen und den Schnurrbart des Schiffsjungen verbrennen. Also verschwende nicht alles. Da kommt der Kapitän. Krass, also wird das heutzutage auch noch gemacht. Ich bin Kapitän die Morgan. Es ist eine Freude, die frühere Nachfolgerin des Königs der Meere zu treffen. Dein Schiff ist gesunken und deine Crew wurde nirgends gefunden. Du hast Glück, dass wir dich gesehen haben, sonst wärst du jetzt am Meeresgrund. Aber du bist ein Pirat, warum hast du mich gerettet? Der Kodex der Meere schreibt vor, dass alle Schiffbrüchigen unabhängig von ihrer Flagge gerettet werden müssen. Außerdem stehe ich in deines Vaters Schuld. Das ist ein richtiger Fu Manchu. Was wird jetzt aus mir? In deiner momentanen Lage solltest du von der königlichen Marine nicht gefunden werden. Sie würden dich auf der Stelle exekutieren. Zum Glück glauben sie, dass du schon tot bist. Das ist die entlegenste Ecke des Königreichs. Und so wie wir bist du jetzt offiziell ein Pirat. Mein Vater ist tot und sie verdächtigen mich? Ja, Mary Lou. Und du musst herausfinden, was er getan hat. Über dir schwebt noch immer ein Todesurteil. Das Schwert des Damokles. Ah, super. Ich habe wieder Piratensachen an. Jetzt geht's mir schon viel besser. Was ist das für ein Ort? Das ist Eagle's Den, der Ursprung des Königreichs der Meere. Die königliche Marine verließ ihn vor Jahrhunderten und er ist seit 100 von Jahren auf keiner Karte verzeichnet. Auf meiner Karte war ja eh nichts Verzeichnis. Ironischerweise ist es nun der einzige Piratenstützpunkt auf der Welt und der sicherste Ort für uns Ausgestoßene. Willkommen bei den letzten Piraten, die diese Gewässer bewahren. Bewahren. Hoffentlich hast du genug Mumm, um dein neues Leben anzunehmen. Ja, kennt man, die Piraten waren die Bewahrer der Meere. Mein neues Leben? Ich hätte nie gedacht, dass Erwachsenwerden so sein wird. Ja, in der Regel wird es das auch nicht so. Obwohl auf Somalia, aber da ist schon wahrscheinlich Teenager sein so. Nun verließ ich Kapitän. Mit meinem Turbo-Fanrohr 3000 konnte ich ein Schiff der königlichen Marine ausmachen, das sich auf uns zubewegt. All unsere Kapitäne sind auf einer Mission und es gibt sonst niemanden, der eingreifen könnte. Schau mal, für Roleplay üben. Nie kommt man zur Ruhe, nicht? Wir können nicht zulassen, dass die königliche Marine unseren Stützpunkt entdeckt. Zum Glück ist ein Kapitän ohne Schiff hier. Mary Lou, übernimm das Kommando über diese Schaluppe. Falls du dieses Speerschiff versenkst, wirst du deren Kapitän. Ich brauche sicher ein Schiff, um in die Hauptstadt zurückzukommen. Ich nehme die Herausforderung an. Oh, ich habe Kanonen. Zum Wechsel von Kugeln. Sie können Rumpf, Crew oder Segel beschädigen. Oh, ich glaube, wenn wir die Crew nicht beschädigen, können wir die... Bei uns, so war das früher bei Sid Meier's Pirates. Wenn man nur das Schiff kaputt gemacht hat, konnte man die Crew gefangen nehmen. Manchmal gab es da einen guten Koch drauf oder sowas. Zum Starten oder Stoppen von Reparaturen, wenn das Schiff außerhalb des Kampfes angehalten wird. RT loslassen, um mit dem linken Kanonenschiff zu feuern. So, warte mal, T ist immer das hintere? Okay. RT loslassen, um mit dem rechten Kanonenschiff zu feuern. Okay. Gut. Nur, ich muss mal einmal ganz kurz für kleine Jungs. Und dann geht's hier direkt los, Chat, ja?
Nur einmal muss ich... Für kleine Buben. Gebt mir... One Moment. Das ist so, als würde man fragen, hey, wie schmeckt dein Essen, bevor man überhaupt die erste Gabel gegessen hat. So, auf geht's. Jetzt machen wir ein paar Leute fertig. So, Moinsen Brave. Auf geht die Post. Ich würde gerne noch mal ein bisschen leiser stellen können irgendwie. Warte mal, wir können die... Ich muss mal gucken, wie oft ich überhaupt schießen kann. Achso, da steht's ja immer. So, warte mal. Das macht, glaube ich, das Segel kaputt hier, die Ketten, ne? Oh. Was ist denn hier, was nicht die Crew kaputt macht? Ich will nicht die Crew kaputt machen, halt. Ich hoffe, das ist Schiff, ne? Oh, falsch gedrückt. Lol. Ich weiß das jetzt leider gar nicht. Ich hoffe, das hier ist... Boah, ich bin so schnell. Muss ich mal ein bisschen langsamer machen hier. Nein! Obwohl doch, ich glaube, ich greife die Crew an, oder? Ich glaube, es ist die Crew. Kanone, die Crew-Leben gehen runter, glaube ich. Aha. Nein! Ich will nicht die Crew angreifen. Aber jetzt haben wir damit schon so weit lange angefangen. Jetzt müssen wir weitermachen, oder? Du musst das jetzt reparieren. Aber geht doch nicht. Geht doch nicht, oder? Nee, kann ich doch jetzt nicht. Wir weichen einfach aus. Rot ist der Rumpf und gelb ist die Crew. Ach so. Ah, Mist. Aha! Wir können aber richtig gut ausweichen. Das können wir richtig, richtig gut. Oh, wir haben ja sogar hier die Kanone, die uns hilft. Ja, easy, ne? Mary Lou, ja, ich weiß, dass das nicht geht, nur weil das halt da stand. Mary Lou, kannst du mich hören? Ich habe einen nautischen Fernmelder. Einen nautischen Fernmelder an den Helm angebracht. Damit können wir so aus weiter Entfernung miteinander reden. Heutzutage hat jeder so etwas. Das ist das sogenannte iPhone der Piratenzeit. Die königlichen Wissenschaftler haben in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht. Zugute, ne? Wie funktioniert dieser neumodische Apparat, Leroy? Mary Lou, kannst du mich hören? Was soll ich sagen? Das hast du gut gemacht. Du hast es dir verdient, Kapitän dieses Schiffs zu sein. Oh yes. Die Schaluppe, die auf jeder Seite drei Kanonen hat, ist ein wendiges und leichtes Segelschiff. Es wird einfach sein, es in die Schlacht zu führen und den Feind über die Flanke anzugreifen. Pass bei Kämpfen mit mehreren Schiffen auf, da könntest du in Schwierigkeiten geraten. Alles klärchen. Vielleicht hast du wirklich den Mumm, deine kommenden Aufgaben durchzustehen. Aber ich bin kein Pirat. Ich muss in die Hauptstadt zurückkehren, um meine Unschuld zu beweisen und den Grund für diese Verschwörung herauszufinden. Langsam mit den Kanonenkugeln. Unter den gegebenen Umständen kannst du nicht zurück zu King's Fortress. Im Moment sind unsere Kapitäne auf den sieben Meeren unterwegs, um Informationen zu sammeln. Geduld. Solange wir nicht mehr wissen, können wir uns keine Fehler leisten. In der Zwischenzeit könntest du anfangen, deine Schuld zu begleichen, indem du uns mit unserer Einkaufsliste hilfst. Einkaufsliste? Ey, direkt einkaufen schicken hier, ne? Keine schlechte Idee, Leroy. Es gibt da so ein paar Dinge, bei denen du uns helfen könntest. Wir haben uns vor kurzem bereit erklärt, für einen Tischler, den Händlervereinigung, ein paar Arbeiten zu übernehmen. Der Hafen ist in der Nähe. Der Auftrag ist die Lieferung einer Ladung Holz. Also, was kann ich?
Die Händlervereinigung? Mein Schiff segelt unter der Piratenflagge. Bin ich da nicht in Gefahr? Die Händlervereinigung duldet Piraten, im Gegensatz zur königlichen Marine. Solange wir friedlich sind, können wir uns mit ihren Häfen und Handel treiben. Manchmal heuern sie uns sogar an, um ihnen aus der Patsche zu helfen. Geh zur Marke, den Eagle's Den, und kauf Holz. Das liegt gleich hinter dem Anlegeplatz im Hafen. Okay, jetzt muss ich das auch noch kaufen? Ich dachte, ich soll das nur für die... So, die Frage ist jetzt natürlich nur... Ich habe nicht genug Reparaturkits. Die Frage ist jetzt natürlich nur... wie ich an dieses Holz komme. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr was. Wo muss ich jetzt... Erreiche den Hafen von Eagle's Den. Aber da bin ich doch schon direkt. Gucken wir mal. Hier vorne war der doch, ne? Ich bin doch schon genau da drauf. Irgendwo vielleicht hier. Da. Da links. Da links. Jo, Reparaturkits kaufe ich, denke ich mal, ja. Doch, ne? Wie kann ich denn hier an Land? Muss ich gleich mal gucken. Da liegt nämlich auch eine Truhe. Die möchte ich haben. Anlegen und speichern. Ich muss mal gucken, wo A und so ist. Das weiß ich alles nicht. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin der Tischler und mein Job ist es, deine Schiffe abzuschleifen und zu sanieren. Sie so zu behandeln, wie sie es verdienen. Ihr Piraten behandelt diese Schönheiten schlecht. Komm vorbei, wenn immer du ein Schiff tauschen oder neue Ausrüstung kaufen willst. Oh, guck mal, der repariert gratis. Das ist nice. Schiff wechseln. Ach so, man muss gedrückt halten mit diesem Steuerkreuz. Das ist meine, die Schaluppe. Gib mir das hier. Aber ich habe noch nicht genug Gold. Gucken wir uns mal alles an hier. Eine neue Kundin. Willkommen bei der Bonobo Beast Bank. Ganz egal, ob du ein Edelmann, ein Laufbursch oder ein Tölpel bist, die Bank steht dir immer zu Diensten. Du kannst die Items aus deinem Inventar in unseren sehr zuverlässigen, einbruchsicheren Truhen geben. Du kannst in jeder Bank und wann immer du möchtest sammeln. Schönen Aufenthalt. Okay, was haben wir hier? Let's see. Ekelhaft. Nee, hier komm ich mal vor wie ein Oma-Paradies, ey. Yo, Erwin, danke für 319 Viewer-Host. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Danke dir für den Hosterino. Ich denke, es gab PUBG. Moin. Ja, wir zocken gerade mal was anderes hier. King of Seas habe ich nämlich den Key bekommen. Nice Host in den Chat. Aber wir können uns eh erstmal noch nichts holen. Also daher mal davon mal abgesehen dann. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin Ed und das ist mein Markt. Ich weiß genau, wonach Abenteuer wir suchen. Du willst alle möglichen Waren, die du in den sieben Meeren verkaufen und handeln kannst. Genau. Du wärst mir ein sehr reicher Pirat, wenn du das Handelsgeschäft beginnst. Das kannst du mir glauben. Okay, lass mal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir auf jeden Fall Holz. Holz müssen wir auf jeden Fall kaufen, ne? Und ich denke mal, Reparaturkits kaufen wir uns auch. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Kneipe. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Das ist meine Kneipe und ich will hier keine Schlägereien. Als ob ich da... Ich bin doch so eine kleine Frau. Ich sag dir, was du tun kannst. Rekrutiere neue Crewmitglieder, erzähl mir den neuesten Klatsch und bekomme neue Aufträge von den Inselbewohnern. Alles klar? Okay, also das ist so ziemlich genau wie bei Sid Meier's Pirates. Sogar... Also da war es ziemlich genau dasselbe, was man macht. Morgans Neuigkeiten. Willst du einen Tipp? Ein Fischer sagte mir, dass in der Nähe von Zigside ein Fischschwarm war. Ja, die Frage ist, was ich mit Schiffen... mit Fischen mache, ne? Mutige Piraten wollen sich deiner Crew anschließen. Okay, ich denke mal, wir sollten uns Crewmitglieder holen. Die Frage ist, müssen wir dann auch wieder mehr Essen suchen und... Anschlagtafel. Postar. Gouverneurin Betty braucht einen verlässlichen Kapitän, um ein falsch zugestelltes Paket zu liefern. Was kriege ich? Weltenbummler, Achterdeck.
Stufe 4 und Holz. Kann ich die alles schon machen? Queststufe 4. Alles ist Queststufe 4, nur... Hier steht, hier sind so drei rote Papageien. Hier ist ein grüner, hier ist ein gelber. Ich weiß jetzt nicht, was das mit 4 heißt. Ich denke mal, dass die Farbe die Schwierigkeit ist oder so. Vielleicht kann ich das hier machen. Philipp, der Bankier, hat eine Mission für einen echten Händler. Er braucht eine Ladung Rubine. Da kriege ich Cobra-Kugeln. Ey, Seat, danke für 41 Monate, Mann. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Danke dir. Danke, du Eumel, Mann. Danke, danke, danke. Lass mich mal nur einmal ein bisschen leiser machen. Irgendwie kann man das nicht im Spiel machen. Man muss das irgendwie anscheinend hier machen. So wie es aussieht. So, fortfahren. Warte mal, wie können wir nochmal... So, wo können wir jetzt überhaupt mal alles checken, was wir haben? Das wäre auch mal ganz gut, ne? Logbuch, Hauptquest, Einkaufsliste. Das ist dein Logbuch. Hier gehst du, wenn du, hierhin gehst du, wenn du Missionen, in der du Folks ändern willst, oder um nachzusehen, welche du bereits angenommen hast, bla bla bla. Das Missionsziel auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, drückst du einfach auswählen. Der Standort ist dein Ziel, zu wird auf deiner Karte angezeigt. Okay. Einmal will ich mir nochmal... Wie viel Holz brauche ich denn? Noch 5. 5 von 10. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Und wir haben Talente. Das ist die Talentseite, Mary Lou. Hier findest du alle möglichen Talente. Deine verfügbaren Punkte werden in der Ecke links unten angezeigt. Der Preis für das Talent, das du möchtest, erscheint in der Ecke rechts unten. Aber ich glaube, ich habe irgendwas gerade geskippt. Einige Talente können bis zu 5-mal aufgewertet werden, um das Beste aus der Fähigkeit herauszuholen. Gut, ich habe keine übrigen Punkte, daher... Wir gucken uns das alles später mal an, sobald wir Punkte haben. Okay, wir brauchen 5 Holz. Markt. Wahrscheinlich meinen die damit Tonnen, ne? So. Medizin. Piraten können nicht ohne ihn leben. Rum. Oh, scheiße. Irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon brauche. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich auch sowas brauchen wie Rum, Essen. Ich kaufe mal ein Reparaturkit. 99 kosten die. Ich kaufe eins. Eins, zwei. Okay, Chat, wir kaufen zwei. Sind wir mal nicht so. Reich an Protein. Pelikaneier. Das perfekte Gasthausessen, zusammen mit einem Becher Rum. Ja, wir werden das bestimmt irgendwann auch mal brauchen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eigentlich wollte ich gucken, wie ich da links auf die Kanonen komme und so, aber ich glaube, komme ich nicht. Er produziert eine Menge Rubine, aber wenig Reparaturkits. Wie viel hat er eigentlich? Ach, da steht's, 14 so. Ja gut. Okay, also wir können auf jeden Fall Crew anheuern. Wir haben nämlich nur 20 von 51. Das heißt, wir können 31 Leute anheuern für die Crew. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch viel mehr Essen und Trinken. Und ich weiß nicht, wie viel. Ich heuer jetzt einfach mal die Crew an. Komm, wir heuern mal. Lass uns mal 15 Leute anheuern. Weil ich glaube, dann generell funktioniert unser Schiff auch besser, ne? Denke ich mal. Okay, dann geht's jetzt los.